dass in einem Kultur-, Theater- oder Tagungshaus die Bühne wandelbar ist und die unterschiedlichsten Formen annehmen kann, ist ja normal. Dem Zuschauer- und Besucherraum aber innerhalb weniger Stunden ein komplett anderes Aussehen verpassen zu können, ist für ein Haus in der Größenordnung des EPH sicherlich nicht selbstverständlich. Allein was hier im großen Saal möglich ist, und wenn du dann noch die Foyers dazu nimmst und du hast das Kfz mit im Haus, da steckt jede Menge Musik drin, aber wie gesagt, das Potenzial von dem Haus ist bei weitem nicht ausgeschöpft, meiner Meinung nach. Konzertzimmer ist natürlich im Handling der Endgegner. Allein bei der Decke, da werden 1,5 bis 2 Tonnen hochgezogen an über 100 Aufhängungspunkten. Da muss jeder schon ganz genau wissen, was er macht. Teilweise hast du das Gefühl, bei einer großen Bühne, dass du ein Haus dahin gebaut hast, so in dem Sinne, ne? Das ist schon cool. Also ich glaube, es gab noch wenige Konzertzimmeraufbauten, wo zum Schluss nicht nochmal kurz Ruhe eingekehrt ist und man sich das angeguckt hat. Der gesunde Grundrespekt sollte nicht verloren gehen beim Konzertzimmer. So Umstuhlungen macht man ja auch nicht nur einmal im Jahr, sondern schon auch, weiß ich nicht, 3 bis 4 Mal im Monat, wenn es richtig läuft. Also Stillstand ist wirklich
selten. Ich glaube, viele können sich auch gar nicht vorstellen, was ist hier tatsächlich machbar oder welche verschiedenen Szenarien mit dem Haus gibt es denn überhaupt. Diese komplette Vielfalt einfach. Du siehst den Saal in so vielen verschiedenen Varianten, das ist eigentlich kaum vorstellbar. Ist es ja auch nur ein Einblick, ne, in das, was wir machen und jetzt nicht alles, was wir tun. Dafür müsste man die Aufnahmen viel länger laufen lassen. Ich mag das eigentlich beim Aufbau am liebsten, wenn es so, keine Ahnung, eine Stunde vorher geht und auf einmal irgendwas nicht funktioniert und man weiß genau, okay, in einer Stunde muss es funktionieren. Und am Ende funktioniert alles und man weiß, okay, man kann sich auf die anderen verlassen, das ist ganz cool. Könnte man hier eigentlich theoretisch morgens eine Tagungsveranstaltung und abends eine zugehörige Gala hinkriegen? Ja. Das wäre problemlos möglich, ne? Dafür muss man aber vorbeikommen, um das zu sehen.